Ja, Herr Fuchs, es sind über 30 Grad und ich bin froh, dass ich nichts anderes tun muss, als hier auf der Terrasse zu sitzen und zwar aus einer Flakepfanne von Murat Döhlen einen Flake zu genießen. Ja, geht es auch ein bisschen genauer? Ja, geht es, werde ich euch gleich erzählen. Im Übrigen ist heute Internationaler Tag des Bieres. Deswegen sitze ich hier, genieße meine Pfeife und habe mir ein wunderbares dunkles Franziskaner eingeschenkt. Ja, und dann erfreue ich mich dem, was sich hier so bietet. Nicht viel, aber gemütlich. Tabak, Pfeife und ein schönes Bierchen. Ja, worum soll es heute gehen? Ich nehme es mal vorweg, es geht um den Virginia Golden Flake von Huber. Aber warum und wieso es jetzt heute darum geht, möchte ich euch heute diese kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar habe ich vor 3 Tagen, andersrum, fangen wir so an. Diese Zeit, wenn es da so warm wird und heiß wird und man nicht viel machen kann, dann ist das bei mir immer so die Zeit, da rauche ich unheimlich gern so ganz klassische Virginia Flakes. Ja, reine Virginias, naturnah, süßlich. Und dann erfreue ich mich daran und bin unheimlich begeistert und zufrieden. Und schon vor etlichen Jahren, als das hier bei Pfeifen-YouTube losging, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber da war irgendjemand dabei, der hatte den Virginia Nummer 4 von Pfeifenschilde aus Essen empfohlen. Jetzt muss man dazu sagen, Pfeifenschilde, die Familie Schilde hat damals noch aktiv so einen Pfeifen- und Tabakfachhandel in Essen betrieben, hat den dann nach ein paar Jahren aufgegeben. Fakt war aber auch, dass es diese Tabake immer noch online bei Schilde in Essen zu bestellen gab. So, und nun hat sich das so über die Laufe der Jahre bei mir so eingebürgert, dass ich also insbesondere immer in den Sommermonaten, wenn das so schön wurde, dann habe ich mir diesen Virginia Nummer 4, der bei mir ja schon zum Klassiker herangewachsen ist, habe ich mir den immer gerne aufgemacht und dann habe ich den immer genossen, immer so 100 Gramm. Und da war ich wunderbar zufrieden und dann war gut. Und so nun auch in der letzten Woche oder zu Beginn der letzten Woche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es wieder soweit. Virginia Nummer 4 von Pfeifenschilde, ein Klassiker. Jetzt machst du ihn auf, jetzt ist wieder die Zeit. Was soll ich sagen? Ich habe ja auch schon ein paar Dosen Tabak immer in meiner Tabakbar vorrätig. Aber alles gefunden, nur nicht den Virginia Nummer 4. Fakt, er war aus. Und nachdem ich eine ganze Weile dort nicht mehr bestellt hatte, habe ich mich auf der einen Seite gegrämt und habe gesagt, okay, jetzt kannst du diesen Tabak nicht rauchen, so wie du das vorhattest. Aber ich habe mir gedacht, gehst du auf die Webseite und bestellst dir den. Was muss ich lesen? Die Familie Schilde hat verdientermaßen, so wie ich das sehe, ihren endgültigen Ruhestand eingeleitet und hat auf ihrer Website mitgeteilt, dass nun auch der Online-Vertrieb von Tabaken eingestellt wurde. Das bedeutete für mich, den Virginia Nummer 4 so in dieser Art und Weise, zumindest mit diesem Label und mit diesem Namen, gibt es nicht mehr. Ich habe dann noch im Community-Tab darüber eine Nachricht geschrieben und ja, was soll ich sagen? Hab dann auch darauf hingewiesen, dass nun die Suche für mich beginnt auf den Ersatz, auf den Tabak, von dem ich nach wie vor wirklich überzeugt bin. Ich glaube ganz fest, dass dieser Tabak exakt baugleich von irgendeinem anderen Anbieter hier bei uns erhältlich ist. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wer es ist. Und dann kamen ja diverse Tipps. Vielen herzlichen Dank für diese Tipps von euch. Ich habe ja den einen oder anderen Tabak habe ich mir notiert. Und unter anderem war Helmut dabei. Der hatte ja sowieso vor ein paar Tage vorher hatte der ein Video online geladen, wo er sich diese riesengroße Triebtäterpackung Virginia Golden Flake bei Huber bestellt hatte. Und genau diesen Tipp hat er mir dann auch im Kommentar gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, bestellen. Und das ist in der Tat so, bei Huber bestellen, dann geht er am nächsten Tag raus und dann am nächsten Tag ist das zu Hause. Und so auch geschehen, der Virginia Golden Flake kam bei mir an und dann habe ich mir den, gestern Abend habe ich mir den gestopft. Und ja, was wollte ich sagen? Wirklich eine tolle Heuigkeit, Grasigkeit, natürliche Süße. Ein Virginia Flake von seiner ganzen Handhabung her. Ja, auch dieser lange Strang,
so wie es auch von Virginia Nummer 4 gewohnt war und wie es wollte, mit einem fantastischen, natürlichen Duft. Super. Jetzt muss ich dazu sagen, gleichzeitig hat er mich aber auch sofort erinnert an den Peter Heinrichs Nummer 60, ja, den ich schon seit längerem hier zu Hause habe. Und gestern Abend habe ich mir dann die Mühe gemacht und habe diese zwei Tabake nebeneinander geraucht, zwei Pfeifen gestopft, nebeneinander geraucht, immer im Wechsel. Ja? Immer wenn die eine ein bisschen heiß in der Flunke wurde, oh, dann habe ich die andere angezündet. Und ja, nun mag das vielleicht daran liegen, dass ich mit Filter rauche. Wiederhole mich, ich rauche alle Tabake für gewöhnlich mit Filter. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich zwischen diesen zwei Tabaken keinen großen Unterschied gemerkt. Nun mag das natürlich alles, sage ich mal, diese Beschreibungen von den Tabaken. Also Fakt ist, der Virginia Nummer 4, der Golden Flake von Huber und auch die Nummer 16 von Heinrichs, die kommen alle vom Kopp. Der stellt die her. Und die anderen vertreiben es nur. Aber wenn man in die einzelnen Beschreibungen reingeht, dann war das so, der Virginia Nummer 4 war ein reiner Virginia Flake mit einem ganz kleinen Honigflavor. Dieser hier ist ein reiner Virginia, hat ein bisschen Honigflavor plus ein bisschen Orange. Und dieser hier ist ein natürlicher Virginia, der angeblich sogar noch ein kleines bisschen Burley dabei hat und somit ein bisschen Nussigkeit mit sich bringt. Tja, es kann dann an meinem Alter liegen, es kann daran liegen, dass ich mit Filter rauche, es kann sein, dass meine Geschmacksnuancen nicht mehr so sind. Fakt ist, ich habe zwischen diesen zwei Tabaken, wie gesagt, gleichzeitig geraucht, keinen Unterschied gemerkt. Für mich sind das vom Geschmack her ein und dieselben Tabake. Ja, so. Und ob der Virginia Nummer 4 jetzt von diesen zweien hier abweicht, kann ich nicht mehr sagen. Wie gesagt, war ungefähr ein Jahr her, dass ich den Virginia Nummer 4 zuletzt geraucht habe. Ja, was bleibt mir jetzt übrig? Ich habe die Familie Schilde angeschrieben, ich habe denen eine E-Mail geschrieben und habe sie gefragt, ob sie mir jetzt, nachdem sie das Geschäft aufgegeben haben, mir dann verraten würden, welcher Tabak von der Konkurrenz exakt dem Virginia Nummer 4 entspricht. Habe ich noch keine Antwort. Kann sein, dass sie im Urlaub sind. Weiß ich nicht. Ich könnte natürlich auch mal Kopp anschreiben und könnte sie fragen, ob die mir allerdings die Auskunft geben. Da bin ich im Zweifel. Ja, da will man wahrscheinlich zwischen den einzelnen Herstellern oder beziehungsweise den Vertrieben und den Fachgeschäften keine Unruhe schüren. Kann ich mir also nicht vorstellen, aber vielleicht versuche ich es. Ja, was ich aber sagen kann ist, das muss ich wirklich sagen, dieser Virginia Nummer 4, der Golden Flake, das ist ein ganz toller, anfängertauglicher, ja, ein Flake, den man den ganzen Tag rauchen kann, der von seiner ganzen Handhabung so einfach ist, für jeden Anfänger geeignet ist. Einfach ein Stückchen von diesem Strang abreißen, einfüllen und losrauchen. Passt sofort, Dose auf und los geht. Ein absoluter Spitzenflake, muss ich wirklich sagen. Virginia, ganz toll für Leute, die gerne hier erhältliche naturnahe Tabak rauchen. Aber auch der 60, wie gesagt, für mich baugleich, ist die Alternative dann, wenn man das Pfeifenfachgeschäft rund um Köln dann bevorzugt, anstatt den Huber. Ich bin der Meinung, ist egal. Beides ganz tolle und sensationelle Tabake. Gut. Erleichtert bin ich dahingehend, dass ich natürlich eine Alternative zum Virginia Nummer 4 gefunden habe. Ein Virginia Flake, der mir super schmeckt. Ob es sich letztendlich um den wirklich baugleichen von Schilde handelt. Mal sehen, ob ich es noch erfahre. Vielleicht hat einer von euch dahingehend andere Informationen. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Gut, okay. Also mit diesem Tipp, Virginia Golden Flake, wünsche ich euch auf alle Fälle jetzt ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ich wünsche euch nochmal was. Internationaler Tag des Bieres. Und dann sehen wir uns hier, wie immer, im Bilde. Macht's gut. Tschüss.